Na, Ach, schau, gell? jetzt, na schau. Du hast eine Beschwerde, ich habe gleich drauf geklickt. Meine Schuld. So, warte mal, das ist 7, 7, okay. Mein Musikinstrument. Was machst du da? Das hat meine Tochter gehört. War Sie cool. hat es geliebt. Okay, dann fangen wir einfach an, oder? Jai, Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Sri Rupa Goswami Pada ki jai. Jai Mandir Rupa da Dvandvam Bhakta Brindasya Manvitam Sri Chaitanya Prabhu Mande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanam Mande Radhika Charana Dvayam Gopi Jana Samayuktam Brindavana Manoharam Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Mit Kripadam Vande Shri Guru Dinataranam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siddhaita Gadada Shiva Sadi Gaur Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Priya Swarupe Daita Swarupe Prema Swarupe Sajabi Rupe Nijana Rupe Prabhu Eka Rupe Tatana Rupe Swavilasa Rupe. So, das ist schon mal was Seltenes, dass man sich selber verbessern möchte. Deswegen ist es nice, dass hier die Devotees was hören möchten über Rupa Goswamis Lehren. Krishna sagt selber in der Gita, Manushya Naam Sahasreshu Kaschidyatati Siddhaye. Wenige von Tausenden bemühen sich einige um Siddhi. Siddhi hier bedeutet Selbstverwirklichung. So, das ist gar nicht so leicht, dass jemand zu sich selber finden möchte und dass jemand auch zu Bhakti findet und auch dort bleiben möchte. Ne? Es kommen ja viele, beziehungsweise es kommen einige, aber von den einigen bleiben nur wenige. So, wenn man dabei bleiben möchte, dann muss man auch ein bisschen tiefer gehen. Deswegen war der Wunsch einfach da, ein bisschen die Shastras zu studieren und da reinzugehen, mehr zu verstehen, was wirklich Rupa Goswami uns geben wollte. Das hat mich eigentlich sehr gefreut, dass der Wunsch einfach da ist überhaupt unter den Devotees, dass die einfach mehr wissen wollen. Sonst kann man natürlich auch im Kirtan hupfen und Hari Bol schreiben und Jai Gurudev und was auch immer, aber dann nach einiger Zeit geht man dann wieder. Das haben wir auch schon so oft gesehen, dass so enthusiastische Devotees und dann nach einiger Zeit fällt ihnen was Besseres ein, was sie mit dem Leben machen könnten, ne? Was eigentlich irgendwo seltsam ist, weil was gibt es Besseres, als sich um ewiges Glück zu bemühen? Muss man jetzt mal jemand sagen, was es Besseres gibt in dieser Welt, als sich darum zu bemühen, rauszukommen aus diesem ganzen Theater hier und in Krishnas Gemeinschaft zu kommen. Und solange man noch nicht wirklich dort ist, es gibt es auch nichts Besseres, als sich darum zu bemühen, das zu erlangen. Ne? Das war auch eine der Fragen vom Srimad Bhagavatam, nämlich die erste Frage von den Weisen, womit das Bhagavatam auch beginnt, ist, was ist das Beste für die Menschheit? Das war die Frage. Ich meine, das sind auch Fragen, die man sich stellen sollte. Und Sutta Goswamis Antwort war, das Beste ist Sadhana Bhakti, um Prema Bhakti zu erlangen. Das ist das Beste, was es für die Menschen gibt. So, um das Verständnis auch, wie sagt man, zu verinnerlichen und auch, dass diese Überzeugung fest wird im Inneren, braucht man die Schriften. Das Shastra, das Wissen aus den Schriften, deswegen ist es ja da. Und deswegen haben die Acharyas das auch gegeben und deswegen erklären sie es auch und deswegen predigen sie es auch, damit das Vertrauen, das man eben hat, vom weltlichen Vertrauen sich in spirituelles Vertrauen verwandelt. Und dann ist es verlässlich. So, Rupa Goswami gibt einfach
in dieser Oper des Schaumritter ganz simpel, aber ganz extrem wichtige Anweisungen. Und wenn man das befolgt, geht man einfach dorthin, wo wir hinwollen und wo wir hingehören auch. Ne? So, wir haben jetzt mal den ersten Vers besprochen und sind dann beim letzten Punkt noch hängen geblieben. Vajra Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jiva Vegam, Udara Upastha Vegam. So, wir haben seine Sprache, den Zorn, den Geist, den Zorn, die Zunge, den Magen und das Genital kontrolliert bzw. toleriert. Vishaheta Dhira, jemand, der besonnen ist und das einfach aushält, ohne gestört zu sein, der kann das ganze Universum beherrschen. So, wir haben fünf besprochen. Das letzte ist der Drang vom Genital, was sicherlich nicht einfach ist und wie man sieht, die ganze Welt wirklich im eisernen Griff hat hier, speziell im Kali Yuga, wo sich alles nur um das eine dreht. Und das hält einem auch in dieser Welt hier und es bringt einen auch immer wieder zurück in diese äußerliche Manifestation. So, deswegen ist es auch wichtig, das Lernen zu tolerieren, aber das ist nicht so einfach. Nämlich, alles kommt vom Karma, BF Karma, von dieser Lust, der einfach zu genießen. Und das ist auch jetzt nicht schlecht, weil das ist das fundamentale Prinzip von allem. Nämlich Krishna selber, er ist der Kamadev. Er ist der Genießer. So, man kann jetzt nicht sagen, dass es das alles schlecht ist, weil dann es ist Krishnas, selbst Gottes, was sag ich mal, die fundamentalste Existenz, die es gibt, das alles, was existiert, basiert auf dem. So, das ist, deswegen ist es auch ein Thema und deswegen ist es auch so powerful in dieser Welt. Ne? Deswegen ist es auch so schwierig, da irgendwas dagegen zu machen, weil das einfach überall drinnen ist und alles auf dem basiert. Und gleichzeitig ist es, wenn man es nicht tolerieren kann und wenn man es nicht irgendwie kontrollieren kann oder einfach, ja, tolerieren ist das beste Wort dafür, dann hält es einen hier gefangen in dieser Welt und man muss immer wieder kommen und immer wieder kommen und gehen, Geburt nehmen und sterben. Und deswegen ist ein Thema, das kommt so oft vor im Bhagavatam. Das ist, weil es einfach so wichtig ist und weil jeder von uns wahrscheinlich auch schon die Erfahrung gemacht hat, wie schwierig es ist, da irgendwie damit umzugehen oder so umzugehen, dass es einen nicht stört. Das ist nicht so leicht. Dafür braucht man dann auch die Hilfe von oben. Ich meine, Prahlad Maharaj, also er gibt da mit seinen 5 Jahren ziemlich, sag ich mal, starke Gebete und starke Anweisungen auch. Aber wenn man das liest, das hat schon, also Bhagavatam ist definitiv gute Medizin dafür, um hier rauszukommen, um hier nicht gestört zu sein, um das einfach so zu nehmen, wie es ist. Weil letztendlich ist es nicht schlecht, weil der Körper, den ich da jetzt gerade habe, mit dem ich in dem Leben was für Krishna machen kann, der kommt genau aus der Verbindung zwischen Mann und Frau und genau aus dieser Sexualität. So, das kann jetzt nicht schlecht sein, ne? Oder falsch oder schmutzig oder was auch immer. Krishna selber sagt in der Gita: Dharma aviruddha bhuteshu kamasmi bharatarshava. Dharma aviruddha bhuteshu. Diese, was nicht gegen Dharma ist, diese Art von Lust, das bin ich, sagt Krishna in der Gita. So, das ist was Heiliges, weil es ist Krishna. Aber es ist eben gemäß Dharma, was nicht dem Dharma widerspricht. Ne? Und Dharma, vedische Kultur, ich meine, das ganze Varnashram Dharma gründet auf dem. Varnashram Dharma gründet auf der Hochzeit zwischen Mann und Frau. Das ist die Grundlage von Dharma. So, dass man das irgendwie, dass man diese göttliche Energie, die einfach da ist und die alles kontrolliert und die alles schafft und die alles ist, mehr oder weniger, dass man das einfach vernünftig verwendet. Ne? Wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert der Rest vom Varnashram Dharma auch nicht.
So, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Aber man muss es halt lernen, auszuhalten, ohne wahnsinnig zu werden. Ne? Das ist das Problem. Wenn die Kinder, solange man Kind ist, ist es okay. Da hat man kein Problem damit, wenn die Pubertät kommt und kann man DF dann zu wirken beginnt, dann dreht man halt durch, wenn man keine höhere Führung hat, wenn man keine Vorbilder hat, wenn man halt irgendwas Höheres vor allem im Leben hat, dann denkt man, das ist es einfach. Und Ballard sagt hier, vielleicht checke ich das, ich schaue mal da. Bhagavatam, falls ihr wissen wollt, wie man, das sind Anweisungen an seine Schulkameraden. Und mit eben Prahlad Maharaj, nachdem er nicht umgebracht werden konnte von seinem Vater und seinen Soldaten und so weiter, haben sie ihn zurück in die Schule geschickt. Und dann haben alle natürlich gefragt: Prahlad, Prahlad, wie hast du das, wo hast du das gelernt und wie gibt es das, was du da alles weißt? Wir gehen in dieselbe Schule, wir haben keine Ahnung. Und dann Prahlad Maharaj erzählt seine Geschichte und dann erzählt er auch, wie man hier rauskommt aus dieser Welt. Und dann sagt er eben, Katampriya Anurakta Chittaha. Hier Anurakta Chittaha, wenn jemand, dessen Herz einfach angehaftet ist, wie soll der rauskommen? Katam heißt wie. Wie soll jemand, Priya Anukampita, ja, wie soll jemand seine Familie oder seine Anhaftung an die Familie aufgeben und an die Frau? Priya Anukampita, an seine Frau, die so, Anukampita heißt zuneigungsvoll, die einfach sich kümmert. Wenn Mann und Frau privat sind, dann Ruchirangscha Mantran, dann spricht man süße Worte, wie soll man das aufgeben? Shishunam. Und die Kinder, Shishunam, Kalaksharanam, die einfach so Papa, Mama sprechen, so sweet. Wenn die noch nicht gerade sprechen können, die Kinder, dann ist es so sweet zu hören. So, wie soll man das jemals vergessen? Ne? Wie soll man da rauskommen? Wie soll man sein Herz von dem rausnehmen? Das ist einfach, diese Welt ist einfach so konzipiert. In einem meiner Erläuterung im Srila Prabhupada schreibt, das ist Mayas Trick, dass die Kinder so ausschauen wie die Eltern, dass die Nase vom Papa ist und der Mund von der Mama und so das und so. Eigentlich hat man nichts miteinander zu tun in dieser Welt. Wir sind alles getrennte Jivas, aber dieses Krishnas Maya, Krishnas Moha, seine Illusion und alles, lässt einen das so ausschauen, als ob wir zusammengehören. Ne? Wie kann man seine Söhne vergessen? Wie kann man seine Töchter vergessen? Seine Brüder, Pratrins, die Eltern, wenn sie schon alt sind, heutzutage schaffen das die Leute leicht, dass sie ihre alten Eltern vergessen. Aber das ist extrem sündhaft in den Vedas, die Eltern ins Altersheim zu stecken und dort einfach abzuschieben. Gemäß Vedas ist das nicht besonders gut. Und man kann auch nicht vergessen, was man alles im Haus hat. Grihan Manugyoro Parichadangscha, alle Schätze, die man hat und Haushaltsgegenstände und was ich, was man sich da alles ansammelt. Und wenn man noch Kühe hat, Pashu Britya Vargan und Diener im Haus, wie soll man das alles vergessen? Das ist für die meisten von uns eh nicht der Fall. Aber wenn man halt reich ist. So, hier, Prahlad Maharaj sagt, Tyajeta heißt, wie kann man das aufgeben? Jemand, Koshaskrit, Tyajeta Koshaskrit wie Evehamana, Karmani Lobhat, Avitripta Kamaha. Wie soll man das aufgeben? Koshaskrit bedeutet, jemand ist wie eine Seidenraupe. Das ist unser materielles Leben. Wir leben wie eine Seidenraupe. Wir schaffen uns unseren eigenen Kokon und wir spinnen uns ein und vergessen, ein Loch zu lassen, dass wir wieder rauskommen. Das ist das materielle Leben. Man hat so viele Aktivitäten. Und bemüht sich, Eva Ihamana, das heißt jemand, der sich bemüht. Karmani Lob hat aus Gier heraus, aber es abitripta Kama. Die Lust ist niemals zufrieden. Und man spinnt halt da seinen Kokon und
und baut sich da in sein eigenes Leben so ein, dass man nicht mehr rauskommt. Und was passiert mit einer Seidenraupe, wenn sie fertig ist? Dann kommt jemand und schmeißt sie ins heiße Wasser und macht Seide draus. Genauso ist es unser Leben. Ne? Wir leben, leben und bemühen uns und spinnen uns da ein irgendwo und kommen nicht mehr raus. Und dann kommt einfach der Tod und schmeißt uns ins heiße Wasser. Finished. Das war's dann. So, deswegen Prahlad Maharaj mit seinen 5 Jahren hat seine Klassenkameraden mal aufgeklärt, was diese Welt überhaupt ist, wo wir hier leben. Alles, was so nice ausschaut, das ist eigentlich nur, wir bauen unser eigenes Gefängnis hier. Ne? Aupastya jaivam bahumanyamana katam virajeta duranta moha. Diese Moha ist Duranta, das heißt, du weißt nicht, wo der Anfang und wo das Ende ist. Du kannst nicht rausfinden, wo hier diese Anhaftung in dieser Welt beginnt. Du kannst das nicht einmal analysieren, das ist so komplex und man ist da so drinnen eingebaut, dass man nicht keine Ahnung hat, wie das da geht. So, und diejenigen, die Upastya, hier ist Upastya, Jiva, Jiva Vegam und Upastha Vegam, hier Prahlad Maharaj spricht das an. Upastya Jaivam, diejenigen, die einfach Bahumanyamana, die sich so viel darauf einbilden, dass sie ihre Zunge befriedigen und ihr Genital befriedigen, wie sollen die jemals da rauskommen? Menschen, die das machen, die sind im Allgemeinen sehr stolz. Ne? Jemand, der viele Frauen hat oder jemand, eine Frau vielleicht, die viele Männer hat, die denken, sie sind irgendwie was Besonderes in dieser Welt. Oder diejenigen, die einfach alles fressen, was sie halt finden und was sie sich halt leisten wollen, die sind dann noch stolz darauf. Ne? Die bilden Bahumanyamana, die denken, sie sind besser als die anderen. Ne? Obwohl sie im Prinzip ist es ziemlich low class, einfach so zu leben. Ne? Aber das ist eben diese materielle Welt, die lässt einem glauben, dass wenn man halt seinen Sinnen nachläuft, dass man dann besser ist als die anderen. Ne? So, Prahlad Maharaj, also wenn jemand da herauskommen möchte aus dieser ganzen Geschichte, Prahlad Maharajas, sag ich mal, Lehren und seine Gedanken sind da wirklich sehr hilfreich. Und Prahlad Maharaj ist auch der Weg nach Goloka Vrindavan. Wenn jemand Radha Krishna feiern möchte, wenn jemand, der Prahlad Maharaj geht da durch. Wenn wir Radha Krishna feiern wollen, Upadeshamita ist dafür da, um Radha Krishna zu verehren, um zu Bhakti zu gelangen. Das ist Upadeshamrita. So, das ist der Eingang hier, die Sinne zu tolerieren, die Dränge der Sinne zu tolerieren. So, Prahlad Maharaj ist da definitiv ein Acharya, der auf dem Weg ist, bei dem man da vorbei muss, führt kein Weg dran vorbei. Aber und selbst Chaitanya Mahaprabhu wollte Prahlad Maharajas Geschichte 100 Mal hören und hat nicht genug gehabt. Gerade Pandit hat gesprochen, das sind ein paar Verse aus dem Bhagavatam hier von der Geschichte. Gerade Pandit hat es gesprochen, Mahaprabhu hat es gehört und nachdem er es 100 Mal gehört hat, wollte er es nochmal hören. Er hat nicht genug gehabt. So das, wenn der höchste Herr schon so viel Freude hat daran, dann was können wir erst da lernen davon? Ne? So, definitiv ist. In den Augen von Prahlad Maharaj hat noch einen weiteren Vers dann später gesprochen, nachdem Hiranyakashipu dann sein Vater von Rishinghadev umgebracht wurde und alles erledigt war und die Halbgötter dann alle Angst gehabt haben vor Prahlad. Und dann Prahlad hat zu sprechen begonnen, einer der letzten Verse, und vielleicht wenn wir das einfach mal schneller checken, wo das ist. Einer der letzten Verse, den er dann spricht. Der ist auch ziemlich berühmt, Prabhupada zitiert den sehr oft. 45, glaube ich, ne? Yes. Berühmter Vers. Yan maitunadi griyameri sukham hitucham kanduyanena karayori vadukkadukkam tripyanti neha kripana bahudukkabhajah kanduti vanmanasijam vishahetadhira. So diese Mithuna, in Sanskrit nennt man eben die Sexualität und andere Dinge. Das ist das Glück von denjenigen, die Grihamedis sind. In Sanskrit gibt es zwei Worte für Haushälter. Die einen sind Grihastha und die anderen sind Grihamedis.
So jemand, der so Grihastha ist, der ist einfach, Grihastha heißt jemand, der im Haus ist. Stha heißt einfach, der situiert ist im Haus, aber sein Geist ist bei Krishna. Seine Intelligenz ist bei Krishna. Aber Medas ist die Intelligenz in Sanskrit. So Grihamedi ist jemand, der sich da völlig vermischt mit seiner Intelligenz und da völlig reingeht in sein materielles Leben. Den nennt man Grihamedi. Ist auch ein Haushälter, aber komplett anders. Beide leben zu Hause, aber der eine ist mit Krishna, der andere ist mit Maya. So hier, dann Maitunadi Grihamedi Sukam Hitucham. Dieses Glück von den Grihamedis, von jenen, die einfach ständig in dieser Welt auf der Suche nach irgendeinem Genuss sind, für die ist Sexualität einfach das Höchste, das ist deren Glück. Und Prahlad Maharaj sagt, das ist Tucham, das ist unbedeutend. So extrem unpopulär, würde ich mal sagen, heutzutage, aber Prahlad Maharaj ist einer der Mahajans und er spricht vor dem höchsten Herrn, von Shingadev, und Brahma hört zu, der Schöpfer, Shiva hört zu, Narad hört zu, sein Guru, all die Halbgötter hören zu, Indra und alle, die hören zu. Und Prahlad Maharaj spricht da einfach. Das ist eigentlich unbedeutend, diese Art von Glück. Aber für die Grihamedis ist es alles. Die können dieses Leben einfach nicht vorstellen ohne dem. Ne? Also wenn du das wegnimmst aus dieser Gesellschaft heutzutage, ist es Stillstand. Ne? Da rührt keiner mehr einen Finger. Aber es gibt noch so viel mehr. Und Prahlad Maharaj beschreibt es ja: Kanduja jena karayor iva dukkha dukkham. So wie wenn man zwei Hände aneinander reibt. Karayor, Kanduja jena. Hier sagt er, wenn es einem juckt irgendwo, dann kratzt man sich. So Prahlad Maharaj beschreibt das Glück einfach so. Aber es gibt ein Problem bei der ganzen Geschichte. Tripyanti naiha. Es gibt keine Zufriedenstellung bei der Sache. Du kannst das nicht zufriedenstellen, sondern im Gegenteil, du versuchst, wenn man sexuelle Wünsche hat, ist man unglücklich. Ne? Und man versucht das Unglück einfach wegzubekommen, indem man sich die Wünsche erfüllt. Aber das Problem ist, Bahudukka, das schafft einfach nur noch mehr Unglück, ne? Wenn man es so versucht. Und man ist trotzdem nicht zufrieden. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. So, Prahlad Maharaj sagt den Tripyanti Naiha, hier gibt es keine Zufriedenstellung. Diejenigen, die mehr genießen, die wollen noch mehr genießen. Das heißt, die leiden noch mehr. Weil wenn man einen Wunsch hat, dann fehlt einem was. Ne? Dann leidet man. So, und es wird dann noch mehr. Dann fehlt einem noch mehr. Und dann leidet man noch mehr und bemüht sich noch mehr. Und dann Bahudukka Bhaja, das schafft einfach noch mehr Leid in dieser Welt. Kanduti Van Manasijam, das ist nämlich Manasijam, das ist aus dem Geist geboren. Alles ist nur im Geist. Das, was es wirklich ist, ist ganz was anderes als das, was man sich vorstellt. So, deswegen, Prahlad Maharaj sagt, Vishaheta Dhira. Er verwendet hier dasselbe Wort Dhira, selbe Rupa Goswami verwendet dasselbe Wort auch. Dhira, jemand, der besonnen ist. Srila Gobinda Maharaj macht ein bisschen ein Wortspiel, sagt, Dhira bedeutet one who is dear to Krishna. So, wenn man Krishna nicht lieb ist, dann ist es auch schwierig, besonnen zu sein. Ne? So deswegen, Vishaheta heißt, man soll es einfach tolerieren. Man soll es einfach, okay. Es passiert ja auch nichts, nicht? Man denkt es nur. Das ist alles Manasijam, alles, das entspringt alles dem Geist. Der kann einem dadurch sämtliche Höllen peitschen, aber eigentlich ist es nur im Geist. So, aber um dort eben hinzukommen, Srila Gauranga mal sagt, um dort hinzukommen, um so besonnen zu werden, dass man das tolerieren kann, muss man Krishna sehr lieb sein, ne? Muss man Krishna lieb werden. Das ist der Punkt. Und mir fällt da noch einer ein. Prahlad Maharaj sagt da im selben Kapitel noch was zu dem Thema. Auch passt ganz gut zu dem ganzen Vers von Rupa Goswami. Den hat er sicher da irgendwo auch. Muss mal kurz schauen. Nee, dann. Das ist
45, Vers 40 ist da auch noch ganz interessant. Er sagt hier, nämlich all diese Sinne, die wir da besprochen haben, die Rupa Goswami anspricht auch. Er sagt ja auch, Jiva ekato achyuta vikarshati maavitripta. Shishno anyatas tvak udaram shravanam kutaschit grahano anyatas chapaladrika chakarma shaktiram bhavyasapatnaya gehapatim. Wenn man in dieser Welt steckt und in diesem Körper steckt, wo wir halt jetzt auch alle situiert sind, die Sinne, Jiva ist die Zunge. Die zieht in eine Richtung. Jiva ekato achyuta, o unfehlbarer Herr. Er betet zu Nrsimhadev. Die Zunge zieht in eine Richtung, Mahavitripta, aber die ist nie zufrieden. Und Shishno sind die Genitalien, zieht in eine andere Richtung. Dvak ist die Haut, Udaram ist der Magen, Shravanam die Ohren, alle ziehen irgendwo anders hin. Jeder Sinn möchte irgendwas haben. Ne? Und Grahano ist die Nase, Anyatas geht in eine andere Richtung. Chapaladrik, der unstete Blick, immer irgendwas anders zum Sehen. So all diese Sinne, die ziehen dich alle hin und her und da. Und Prabhupada sagt, Bhavya sapatna yagya patim lunanti, wie ist der Chef des Hauses, der Mann, das war er mal. Der hat viele Frauen und jede Frau zieht in eine Richtung und die zerreißen ihn einfach. So wird man auch hier zerrissen in dieser Welt, wenn man einfach den Sinnen ihren Lauf lässt und einfach jeden da anziehen lässt. So Prahlad Maharaj, er gibt da sehr, sehr nice Verse auch, um das zu verstehen, wo wir hier drinnen stecken. Und Rupa Goswami spricht genau denselben Punkt an. Wenn man von diesem Zustand, wo alles in irgendeine Richtung zieht und man da irgendwo da zerrissen wird in dieser Welt, man muss einfach dorthin kommen, dass man es toleriert, dass man dem nicht nachgeht. Ne? Das schafft man aber nur, wenn man was Höheres kriegt. Krishna sagt in der Gita auch, Vishaya vinivartate niraharasya dehina. Rasovarjam Param Drishtva. Ich glaube, wir haben das beim ersten Meeting auch schon besprochen. Man braucht Param Drishtva. Man muss, Param bedeutet Krishna, Parabrahman. Man muss Krishna gesehen haben, sozusagen. Aber Krishna kann man nicht so einfach sehen. Das ist das Problem. So, Param Drishtva hier bedeutet, man braucht eine höhere Erfahrung. Indem man, hauptsächlich indem man Sadhus trifft und über Krishna hört. Und dann kann man das alles, was einfach auch da ist und was auch einfach diese Welt ist, die ist halt so, wie sie ist, dann kann man das alles verwenden und für Krishna verwenden. Weil nichts ist falsch. Und selbst, also speziell diese Energie, eben diese Lust, die sich hier da, die hier alles kontrolliert und alles auch irgendwo pervertiert. Aber das ist genau das, was man zu Krishna geben kann auch. Ne? Prema und Kama sind fast das Gleiche. Das ist ganz, ganz ähnlich. Der Unterschied ist nur, Kama ist selbstisch und Prema ist für Krishna. Aber der Wunsch ist dasselbe. Der Wunsch ist einfach der, dass man den Sinnen eine Freude macht. Aber mit dem einen Prema macht man Krishnas Freude eine Sinne. Karma bedeutet, man möchte seine eigenen Sinne genießen. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und eigentlich glaube ich, dass die Vaishnavas hier fast ein Monopol haben, also zumindest gegenwärtig, dass sie genau all diese Energien, die einfach da sind, dass man das einsetzen kann für Krishna. Andere Religionen und andere Spiritualisten versuchen das alles zu unterdrücken und abzustellen. Und irgendwie zu verneinen oder was auch immer wie, zu verdrängen. Aber die Vaishnavas was im Gegenteil. Man verwendet alles, was da ist. Und es ist auch die einzige Möglichkeit, um hier rauszukommen. Deswegen, Krishna macht sein Rasa-Lila, um zu zeigen, was ist die Kraft von diesem Kamadev, aber wie es richtig eingesetzt werden sollte. Und Rupa und Shukadev Goswami sagt dann am Ende auch,
Man soll es hören, damit der Bhakting Parang, damit diese Lust im Herzen einfach auf Krishna gerichtet wird. Weil das ist ja nichts Falsches, das ist einfach, das ist der Ursprung von allem, das ist unsere Natur. Das ist einfach nur falsch verwendet hier. Ne? Also es geht nicht darum, wir sind keine Yogis, die einfach alles aufgeben und einfach ihre Sinne abstellen sozusagen, sondern wir verwenden das alles. Wir sind auch keine Buddhisten, die alles verneinen und alles als falsch sehen, sondern man nimmt alles, wie es ist und gibt es zu Krishna. Und er ist derjenige, er ist Rishikesh, ne? Er ist der Kontrollierende der Sinne, nicht wir. Wenn du selber versuchst, die Sinne zu kontrollieren, das wird einfach nicht funktionieren. Weil das ist, wie Krishna sagte, Daivesha Gunamai. Das ist meine Maya. Mama Maya Duratya. Du kannst diese Maya nicht überwinden. Man kann diesen, selbst diesen Körper, der Geist und die Sinne, die sind so powerful, man kann es nicht überwinden. Aber für Krishna ist es ein Klacks. Für ihn, er ist Rishikesh. Er ist nämlich wirklich Rishikaisha. Er ist der Herr der Sinne. Wir sind nicht die Herren der Sinne. Ne? So, deswegen, mit Krishnas Hilfe kommt man hier raus. Und wenn man Harikatha hört und Krishnas Lila-Katha hört, dann und Bhajan beginnt zu machen und seinen Geist auf Krishna richtet und einfach hört, wie Krishna seine Liebe auslebt mit seinen Bhaktas, mit den kurierten Freunden, mit seinen kurierten Freundinnen, mit seinen Eltern, mit allen, mit den Kühen, dann kann man das alles dort verwenden. Dann ist nichts schlecht hier. Das ist ein Punkt. Krishna Narottam Thakur sagt Karma, Krishna Karmarpane. Wenn man diese Karma, wenn man so viel Karma hat, dann soll man es einfach in Krishnas Karma, in Krishnas Seva opfern. Es ist super, wenn man so viele Wünsche hat. Das ist nichts Schlechtes dran. Das ist wirklich was Schönes. Wenn man voller Wünsche ist, aber dann mach es für Krishna. Dann ist es absolut Glück verheißen und dann ist es besser, als keine Wünsche zu haben und nichts zu machen. Was hat Krishna davon, wenn wir entsagt sind? Gar nichts. Ne? So Karma Krishna Karma Arpani. Es ist besser, das für Krishna zu machen. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt auch. Weil hier Rupa Goswami sagt, nämlich Upastavegam, dieser Drang der Genitalien, das ist notwendig auch für diese Schöpfung, deswegen existiert es ja auch. Und deswegen sind wir auch gerade alle in dem Körper, den wir haben, weil wir das Glück gehabt haben, dass eben zwei Menschen da zusammengefunden haben und unseren Körper gezeugt haben. Das ist ja alles nichts Schlechtes. So auch Grihasthas, die sich dieses Opfer antun, die machen einen Service, den sonst niemand machen kann. Nämlich, die geben einer Seele einen Körper, mit dem sie aus diesem Samsara rauskommen kann. So, nichts ist schlecht hier. Man sollte einfach nur auf diesen Weg ist. Hier geht es nicht um die Sinne an sich, sondern Rupa Goswami stellt überall hinzu Vega. Vega ist der Drang und Vega ist die Geschwindigkeit und dieser Druck und was man da, was ich, und das muss man einfach kontrollieren oder tolerieren. Ne? Alles andere ist okay hier. Das Bhakti ist eben so, Bhakti ist, du kannst alles in Bhakti einsetzen. Alle Sinne kann man für Bhakti einsetzen. Das ist der Unterschied. Wir sind keine Yogis, die versuchen alles zu, wie sagt man, auszuschalten und alles zu verneinen und alles oder das falsche Ego zu zerstören oder was auch immer. Wir wollen das alles nicht. Wir versuchen unser wirkliches Ego zu entwickeln. Und das ist eben genau dort, wo der Ursprung ist von dieser Lust, nämlich zwischen Radha und Krishna. Dort können wir eigentlich auch hin. Und deswegen ist es so nice. Und deswegen schaffen das auch die Vaishnavas. Da gibt es eine Geschichte eben von Ramchandra im Ramchaitamanas, als Lord Shiva war in Meditation, war eine lange Geschichte, aber Sati. Jemand, der Bhagavatam kennt, Sati, Lord Shivas Frau, hat ihren Körper aufgegeben, weil ihr Vater Daksha einfach Shiva nicht mochte. Und sie hat sich halt in den Yoga-Sadhana gegangen, hat den Körper verbrannt.
Und Lord Shiva hat daraufhin an seinen Dreadlocks sich ausgerissen und hat einen Dämonen erschaffen und der hat dann alles verwüstet dort. Und dann Shiva war wieder peaceful, aber hat sich gedacht, okay, es reicht, das Haushälterleben ist zu viel Trouble, zu viele Probleme. Er bleibt jetzt einfach Yogi, er möchte sich da nicht mehr verstricken und ist in Samadhi gegangen. Und Parvati, also Sati hat nochmal Geburt genommen von, als Tochter von Himalayas und war dann bekannt eben als Parvati. Und Parvati wollte ihren ewigen Ehemann heiraten natürlich, aber Lord Shiva wollte nicht. Die Halbgötter sind attackiert worden von einem Dämon namens Tarakasur, der eine Segnung hatte, dass er nur vom Sohn Shivas getötet werden konnte, aber Lord Shiva hat keine Söhne gehabt, Sati hat keine Kinder gehabt. Und dann haben sie halt den Kamadev, dann gingen sie zum Kamadev, den Liebesgott, und haben ihn gebeten, er soll Lord Shiva aus seiner Meditation rausbringen. Und Kamadev hat gewusst, das kann er jetzt nicht machen, weil Lord Shiva wird ihn umbringen dafür. Das Shiva ist powerful. Aber er hat gedacht, okay, es ist glorreich für andere zu sterben, ich mach's, okay. Kamadev ist losgegangen mit den Apsaras und bewaffnet mit den Blumenpfeilen. Und Kamadev hat durch einfach seine mystischen Kräfte, mit denen er alle beherrscht, hat er den Frühling gebracht und alles, einfach diese Frühlingsvibes da im ganzen Universum verbreitet. Und alle sind verrückt geworden. Das wird sehr schön beschrieben, Tulsidas im Ram Charitamrita sagt, alle sind verrückt geworden. Selbst die Kletterpflanzen haben die Bäume umarmt und waren völlig in Lust. Und die Flüsse sind schnell in den Ozean geflossen, weil die Flüsse sind die Frauen und der Ozean ist der Mann, wird so in den Vedas beschrieben. Und die Tiere sind alle verrückt geworden, obwohl sie gerade nicht die Paarungszeit war, die sind alle verrückt geworden. Und selbst die Sadhus, selbst die Yogis, alle sind verrückt geworden und niemand konnte mehr seine Sinne kontrollieren und alle sind mehr oder weniger lustvoll geworden. Außer Lord Shiva. Ja, ihn hat es überhaupt nicht berührt. Ne? Das ganze Universum, das war schon so extrem. Und dann Tulsidas schreibt, und diejenigen, die ihr Herz bei den Lotusfüßen von Ramchandra hatten, die haben auch kein Problem damit gehabt. Alle anderen im Universum, egal wie powerful die waren und was für Askese die ausgeführt haben, alle sind mehr oder weniger verrückt geworden von dieser Lust. So, das ist der einzige Weg, ist dort Zuflucht zu suchen, wo eigentlich der Ursprung von dieser Liebe ist. Dass sich hier in dieser Welt das Karma manifestiert, aber das ist ursprünglich bei Krishna. Und dort muss man Zuflucht suchen. Und das ist die Medizin auch. Das ist die Medizin, wie man wirklich hier rauskommt. Man kann im Bhagavatam wird gesagt, eben, Yamadibha Yoga Partei, Kama Loba Hatha Muhu, Mukunda Seva Yayadvat, Yatla Atma Atana Shamyati. Du kannst Kama und Lobha, diese Lust und die Gier, du kannst das kontrollieren durch Yama, durch Regeln. Yamadibya Yoga Partei, durch den Pfad, durch den Yoga-Pfad. Du kannst das kontrollieren, aber nur für eine Zeit lang. Du kannst das nicht wirklich dauerhaft lösen, das Problem, sage ich mal. Man kommt nicht drüber hinweg. Solange du praktizierst und solange du da strikt bist, kannst du es unterdrücken und sobald du loslässt, ist vorbei. Das Beispiel wird gegeben mit dem eingerollten Schwanz eines Hundes. Den kannst du auch gerade ziehen, aber wenn du ihn loslässt, ist er wieder so eingerollt. Also wenn du ihn loslässt, ist er wieder so. So, du kannst ihn gerade halten und solange du ihn hältst, ist es okay. So, solange du praktizierst und solange du dich bemühst, ist es okay. Und sobald du es loslässt, ist wieder alles so, wie es vorher war. Aber Mukunda Seva Yayadvat, Yatta Atma Adha, Nashamyati, so wie der Dienst zu Mukunda. Mukunda Seva Yatta Atma Adha, das geht direkt auf die Seele. Das geht Yatma Adha, Nashamyati. Nichts kann die Seele so zufriedenstellen, dir so einen Frieden geben wie der Dienst zu Krishna. Nichts in dieser Welt. Du kannst dich so bemühen, du kannst so viele Sadhanas machen und so viele Dinge machen, aber nichts wird dich dauerhaft zufriedenstellen. Aber der Dienst zu Krishna, Mukunda Seva. Mukunda bedeutet, Krishnas Name ist Mukunda, derjenige, der Mukti gibt und der Ananda gibt. Er ist bekannt als Mukunda. Er gibt ja Befreiung,
Er gibt dir Befreiung von diesen Zwängen dieser materiellen Welt. Und er gibt dir Freude. Nämlich, das ist die Freude, einfach ihm zu dienen. So, wenn du das machst, ja, der Atma-Adha, das ist direkt, geht es auf die Seele. Das ist eben der Unterschied zu anderen spirituellen Praktiken. Das geht direkt auf die Seele und du kannst loslassen von dieser Welt, weil es einfach was Frieden hast. Ne? Krishna gibt dir einen Frieden, wirklicher Frieden. Kommt oft vor im Bhagavatam. Bhakti ist jenseits vom Frieden. Es ist nicht nur Frieden, sondern es ist noch jenseits davon. Du kriegst noch mehr. Nachdem du zufrieden bist, geht Bhakti dann erst los. Aber Krishna gibt dir das und dieser Dienst zu Krishna, Giovanni. So, Krishna gibt dir den Frieden hier. Das ist, und dann geht es los eigentlich erst. Ne? Eben, wenn dieser Frieden ist notwendig und den kriegt man durch den Dienst zu Krishna. Den Austausch mit Krishna, weil er ist dieser transzendentale Karmadev, der dich einfach völlig zufrieden macht. Das ist das, was wir alle brauchen auch. Das ist, was jeder wünscht und was jeder braucht einfach. Mir hat mal ein Schamane gesagt vor vielen Jahren, ja, du kannst ein paar Wochen ohne Essen leben, du kannst ein paar Tage ohne Trinken leben, du kannst ein paar Minuten ohne Sauerstoff leben, aber du kannst keinen Moment ohne Liebe leben. Das ist das, was wir einfach alle brauchen. Das ist das, was die Seele braucht und das Krishna ist der transzendentale Liebesgott. So, und Rupa Goswami möchte genau das geben. Das ist, was Mahaprabhu kam, um zu geben. Genau das. Chirat Adatam Nichagupta Vitam Svaprema Namamrita. Er wollte genau diese Liebe geben. Chaitanya Mahaprabhu kam, um das zu geben und hat Rupa Goswami eben gebeten, das in Worte zu formulieren, wie man dorthin kommt. Wie man dorthin kommt. Und dann. Etan veganyo vishaheta dhira sarvamapimam prativimsa. Dann kann man diese Dränge von den Sinnen einfach tolerieren, wenn man was anderes hat. So, es ist ein, wie sagt man, es geht Hand in Hand, Schritt für Schritt. Man kann nicht die Vollkommenheit einfach so erlangen und spaziert da rein in diesen Bhakti-Pfad und weiß alles und kann alles und sondern es ist so ein Schritt für Schritt. Krishna gibt dir für jeden Schritt, den du machst, zu ihm, er gibt dir so viel und man kann mehr und mehr machen und es geht einfach so weiter. Und der Guru gibt dir auch den Vorgang, was man machen soll. Und Guru gibt es und das ist für jeden anders auch. Das ist nicht für alle gleich. Man kann das überall lernen und man kann alles machen im Bhakti, um da einfach Fortschritt zu machen. So. Definitiv, das ist die Medizin, ist über Krishna zu hören, seinen Namen zu singen und nicht nur einfach seinen Namen zu singen, nur weil man es halt muss, 16 Runden runterspulen, sondern einfach seinen Namen singen, weil man es einfach gern macht. Ne? Weil man einfach so, es war einfach, ich sage jetzt mal, das Silvester war einfach so, das war einfach der Einstieg in dieses Jahr, war einfach. Radha, 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 Krishnas und Radharanis Name. So, wenn man es einfach gern macht und wenn man einfach, weil das auch wirklich zufriedenstellt, wenn man Krishna einfach in sein Herz reinlässt und er macht diese ganzen Lilas auch für sich selber und für uns auch. Vilaitena Bhuvanami Jayadachasram Govinda Madhipurusham. Krishnas Lila ist siegreich. Krishnas Lila das hilft dir, ja, die Sinne zu besiegen, sozusagen, da siegreich zu sein. Das ist Krishnas Lila. Das kann man nicht anders machen. Das geht nur mit seiner Hilfe. Und es wird auch gesagt, dass Krishnas Katha ist Bhavana, ist der Retter. Nicht nur Krishnas Ruhm. Krishna selber ist Patita Bhavan, aber sein Ruhm, seine Herrlichkeiten ist auch Patita Bhavan. Die werden uns retten und deswegen ist es so nice, über Krishna zu singen, über Krishna zu hören, weil das genau das ist, was dich einfach zufriedenstellt und was dich einfach loslassen lässt von dieser Welt. Das ist, und dafür gibt es die Tempel, dafür sind die Sadhus unterwegs und dafür predigen sie, dass sie den Menschen das geben, dass man einfach seinen Geist auf Krishna richten darf. Und er erledigt es, er macht es.
Die Gopis, die sind die größten Yogis, aber die kümmern sich nicht um Yoga Sadhana. Aber die sind so in Krishna vertieft, dass sie alles machen können, was sie wollen. Alle mystischen Kräfte haben und alles sowas. Keine Yogis können, die können das einfach so nebenbei, weil sie so in Krishna vertieft sind. Das ist der Weg, den auch Chaitanya Mahaprabhu gegeben hat. Das ist der Weg, den Rupa Goswami gibt. Sridhar Maharaj war mal in Südindien und hat Chaitanya Mahaprabhus Botschaft gepredigt. Und es kam ein Gentleman zu ihm und hat gesagt: Ja, ist nice, was du sagst, schön, klingt gut, aber ich denke, es ist besser, wir lernen zuerst die Verneinung dieser Welt von den Buddhisten und dann lernen wir, wie man die Sinne beherrscht von Shankaracharya. Und dann kann man verstehen, was Mahaprabhus Prema ist. Ne? Sridhar Maharaj hat gesagt: Das ist deine Meinung, aber nicht Mahaprabhus Meinung. Du denkst, das ist so, aber Mahaprabhu sagt, wo immer du bist, sprich einfach über Krishna. Mach Krishnas Bhajan. Sthanasthita. Wo immer du bist, höre einfach über Krishna, chant Krishnas Namen und das passt schon. Das nimmt dich einfach mit. So, das ist das, was Chaitanya Mahaprabhu gegeben hat, das, was Prabhupada in den Westen gebracht hat. Das war hauptsächlich Srimad Bhagavatam. Das ist die Medizin, nämlich Krishnas Lila. Und ich glaube, wir haben das letzte Mal an Bhakti Jivan Janardan Goswami mal als Verscheidungstag in Linz, ne? Wo er einfach gesagt hat, auch wenn das Herz ständig gequält ist von den Wünschen, ist egal. Ne? Wenn man immer und immer wieder in diese materielle Welt rausrennt mit seinem Geist und diese Welt genießen möchte und es einem schon so auf die Nerven geht, aber man nicht locker lassen kann, nicht loslassen kann. Man ist einfach und es ist einfach schon anstrengend. Das Herz leidet schon darunter. Trotzdem kannst du nicht aufhören, daran zu denken. Immer und immer wieder hat man den Wunsch, einfach irgendwas in dieser Welt mit seinen Sinnen zu berühren. Trotzdem, Bhavasindumplavadrishta, Haricharyanuvarnanam. Trotzdem, das Boot, um diesen materiellen Ozean zu überqueren, ist Krishnas Katha. Haricharyanuvarnanam. Über Krishna zu sprechen, was immer mit ihm zu tun hat. Haricharya heißt mehr oder weniger alles, was mit Hari zu tun hat. Und letztendlich hat alles mit Hari zu tun. Jedes Atom, in jedem Atom ist er drin. Und so, wenn man das Bewusstsein entwickelt, dann kann man mit Krishna sein. Mein Sannyas Guru hat auch gesagt, in der Früh, wenn du aufwachst, dann denk dran, dann gib Pranam zu allen, zum ganzen Universum, zu allen Elementen und zu allen. Gib deinen Pranam, weil du weißt, Krishna ist dort, dann bist du immer in deiner Familie. So. Das ist das Bewusstsein. Man kann es nur mit Krishna machen. Man kann das nicht praktizieren ohne Krishnas Hilfe. Man kann diese Sinne nur tolerieren mit Krishnas Hilfe. So, Rupa Goswami gibt es als Einstieg, aber ohne Krishnas Prasadam, wir haben letztes Mal über die Zunge gesprochen, ne? Ohne Krishnas Prasadam kommst du nicht raus aus dieser Anziehung an diese materielle Welt. Zu alles. Das ist Krishnas Prasadam, nicht nur sein Reis und Dal, den er überlässt, sondern Krishnas Katha vom Guru. Das ist Krishnas Prasadam. So, wenn man das nimmt, Sadhu Sangha, dann kommt man hier raus. Dann wird man zufrieden und hat man Geist. Und Rupa Goswami gibt diesen ersten Vers, nämlich um weiterzugehen. Wer das alles tolerieren kann, der ist nicht nur bereit, der ist nicht nur geeignet. Etam veganyo visheta dhira sarvam apimam prithivim. Der kann die ganze Welt als Schüler annehmen, der kann die ganze Welt kontrollieren. Jemand, der seinen Geist kontrolliert und die Sinne. Und der hat Zeit. Das ist, was heutzutage niemand hat, weil niemand seine Sinne kontrolliert. Deswegen haben die Menschen keine Zeit, weil sie so viele Wünsche haben und das brauchen und das brauchen und das brauchen und den ganzen Tag brauchen sie irgendwas und dann hast du keine Zeit. Deswegen gibt Rupa Goswami mit diesem Punkt ganz am Anfang, damit man ganz simpel einmal nur Zeit hat für Krishna und Energie hat für Krishna und einfach auch das Bewusstsein noch halbwegs in Ordnung ist, dass man Bhajan ausführen kann. Das ist gar nicht so einfach, ne? Von dieser materiellen Atmosphäre da plötzlich mal reinzukommen und jetzt an Krishna zu denken. Das dauert schon seine Zeit. Dafür muss man sich auch Zeit nehmen und Rupa Goswami gibt einfach
die Formel, wie man sich Zeit nimmt, nämlich indem man seine Sinne toleriert oder die Dränge oder die Wünsche der Sinne einfach toleriert und dem nicht nachgibt. Leichter gesagt als getan, keine Frage. Das ist alles Theorie. Man muss es wirklich auch tun. Das ist nicht so einfach. Aber in der Gemeinschaft von Sadhus, in der Gemeinschaft von Vaishnavas, geht das irgendwie nice. Da kann man seine Zeit wirklich schön verbringen und dafür sollte man es auch immer wieder nehmen. Sadhu Sangha, das ist unser Gebet. So, das ist der. Okay, das ist der erste Vers. So, wenn es noch Fragen gibt.